Hallo und herzlich willkommen bei Crystal's Delicious. Heute zaubern wir zusammen so richtig leckere Serviettenknödel. Ich muss ja ehrlicherweise sagen, das Rezept ist jetzt quasi Serviettenknödel 2.0, denn ich habe euch letztes Jahr in einem All-in-One-Video, ich musste gerade überlegen, wo ich so ein komplettes Weihnachtsmenü gefilmt habe für euch. Da habe ich ja auch schon die Knödel gemacht, aber ich muss ehrlicherweise sagen, dieses Rezept ist viel besser, viel saftiger, weil wir nämlich einfach alles andünsten. Und man muss ja ehrlicherweise sagen, Zwiebeln angeröstet schmecken schon anders wie Zwiebeln quasi gekocht, ne? Und das Rezept ist natürlich, also ich bereite das heute wieder in der Lilly vor, weil ich einfach die Kombination aus der Lilly richtig lecker finde, dass man es einfach in Scheiben portionsweise runterschneiden kann. Und durch die Lilly ist der Knödelteig quasi von außen so wie in der Pfanne angebraten. Und das ist genau das, was ich mag. Aber das Rezept ist natürlich variabel. Das bedeutet, ihr könnt es ganz normal auch mit nassen Händen in Kugeln formen und dann einfach in Salzwasser kurz kochen. Man kann es auch im Dampfgarer zubereiten. Oder man kann es auch einfach zum Beispiel in der Ofenhexe, in der Auflaufform zum Beispiel auch, oder ja, oder auch in der größeren Form quasi von Pampered Chef oder in der runden, also in allen Formen eigentlich, kann man es auch zu runden Knödeln formen. Aber ich würde sagen, ich habe jetzt genug gequatscht. Ich zeige jetzt nochmal schnell die Zutaten und dann starten wir auch schon direkt los. Für unseren leckeren Serviettenknödel benötigen wir einmal 300 Gramm Semmel vom Vortag. Ich habe mich einmal für Hälfte, also für eine Hälfte-Variation entschieden. Hälfte von dem Laugenbaguette und eine Hälfte von einem Weizenbaguette. Das hat genau von der Menge bei mir gepasst. Und das sind ungefähr 5 Brötchen, wer das lieber in Brötchen haben will. Dann benötigen wir außerdem noch eine Zwiebel, die habe ich jetzt schon mal hier fein gewürfelt. Das waren bei mir 140 Gramm, ich habe mich für die roten entschieden. Das ist aber ganz so, wie ihr es da habt und mögt. Dann benötigen wir noch 60 Gramm Butter. Hier habe ich in etwa 30 Gramm Petersilie geschnitten. Das ist so ein Bund ungefähr von der Menge. Außerdem benötigen wir noch 120 Gramm Milch, 3 Eier der Größe M. Zum Binden des Ganzen 40 Gramm Mehl. Die sind vor allen Dingen wichtig, wenn ihr die Salzwasservariante benutzt. Aber ich finde die auch so ganz gut, damit die Masse noch ein bisschen mehr gebunden ist. Außerdem benötigen wir noch 1 Teelöffel Salz und Pfeffer. Als erstes geben wir nun die Butter in die Pfanne und erhitzen das auf mittelhoher Hitze. Butter darf natürlich nicht so heiß angebraten werden. Und geben dann, wenn die Butter warm ist, die Zwiebel hinzu und dünsten das Ganze schön goldbraun an. Das kann ungefähr so 2 bis 3 Minuten dauern. Und ihr wisst, damit der Zwiebelgeschmack richtig gut rauskommt, gebe ich jetzt noch eine kleine Prise Zucker hinzu und dann löschen wir das, wenn das so ein bisschen ankaramellisiert ist, mit der Milch ab. Und dann schütten wir die Milchsoße quasi direkt zu den Semmelbröseln hinein. So, und der Rest, der ist ganz easy. Jetzt geben wir einfach nur alle restlichen Zutaten hinzu und vermengen das Ganze richtig gut. Ich könnte das jetzt auch in der KitchenAid mit dem Flexi rüber machen, aber ich bin ja nicht so gemein. Nicht jeder von euch hat die KitchenAid, deswegen mache ich das jetzt auch mit den Händen. Und jetzt gebe ich einfach auf die Glasschüssel den Deckel und dann lassen wir das Ganze einfach nur bei Zimmertemperatur für 30 Minuten abgedeckt ruhen. Den Backofen, den könnt ihr jetzt quasi in der Zwischenzeit auch schon mal auf 220 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen.
In der Zwischenzeit können wir uns jetzt auch schon mal quasi für die Variation alles vorbereiten, die ihr vorhabt zu machen. Also wenn ihr es jetzt als runde Knödel in Salzwasser garen wollt, dann könnt ihr jetzt schon mal das Salzwasser anstellen, also das Wasser erstmal erhitzen und dann das Salz hinzufügen. Ich habe jetzt zum Beispiel auch schon mal die Lilli gefettet als Vorbereitung, also Backofen an, die Lilli mit heiß, also mit hitzebeständigem Öl eingepinselt, damit hier auch nichts haften bleibt. Und jetzt geht's auch schon ans Eingemachte. Jetzt am besten die Hände einfach in kaltem Wasser, also einfach, damit die Hände feucht sind, anfeuchten. Und dann tun formen wir quasi den Kloßteig einfach nur in die Lilli. Und wer das jetzt quasi in so Kügelchen machen will und kochen will, dann empfehle ich euch, den großen Eisportionierer zu nehmen. So habt ihr dann ungefähr gleich große Stücke, damit ihr auch wisst, dass alle gleichmäßig gar werden. So, und jetzt Deckel drauf und dann wandert das Ganze in den vorgeheizten Backofen in der untersten Einschubleiste für 45 Minuten. Und die Zwischenzeit, die könnt ihr natürlich wieder nutzen und dann ein leckeres Gemüse oder Süßchen vorbereiten. Ich werde jetzt einfach meine Champignon-Rahmsoße, die ich euch schon mal letztes Jahr, glaube ich, war es, letztes Jahr gefilmt habe, die kann ich euch auch gerne jetzt nochmal zum Schluss verlinken. Das schmeckt nämlich super lecker, wenn man die servierten Knödel in Scheiben schneidet, dann diese leckere Pilzrahmsoße drüber macht und dann ist es für mich auch schon ein richtig leckeres Mittagessen. Für diejenigen, wo das Fleisch jetzt dazu fehlt, da kann man natürlich Frikadellen oder sowas im Backofen parallel mit zubereiten, denn die Backzeit von 45 Minuten ist ja ziemlich lang. Da könnt ihr euch quasi überlegen, was ihr dann für eine Fleischbeilage machen wollt, die mit im Backofen garen und dann seid ihr auch schon fertig. War es auch schon wieder von mir heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und das Rezept macht ihr auch nach. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst mir doch einen Daumen nach oben. Schreibt mir doch mal gerne, was eure liebste Herzvariation ist oder euer liebstes Herzrezept eher gesagt. Das lese ich gerne in den Kommentaren nach. Und wenn ihr noch irgendwelche anderen Rezeptinspirationen für den Herbst braucht, könnt ihr gerne auf meinem Channel gucken. Da gibt es ja auch schon einige Videos dazu. Denn zum Beispiel den Spaghetti-Kürbis-Ding wird es bei uns auch morgen wieder geben. Und ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und bis zum nächsten Sonntag. Tschüss!